Das nächste Ziel der Reise sind die Lofoten an der Westküste Norwegens gelegen. Von dort aus geht es dann über Trondheim, den Trollstigen und Geirangerfjord nach Bergen. Das Wetter ist wunderbar, die Temperatur angenehm, etwa 14 Grad. Die nächsten Tage bleibt Zeit für mehr Stopps. Es geht die Küste entlang, durch kilometerlange Tunnel, auch unter dem Meer hindurch, über Brücken und Höhen, zwischen den Fjorden und entlang wunderbarer Flüsse. An den Flüssen ist Lachsangeln angesagt, auch wenn der Wasserstand derzeit recht niedrig ist, was den Erfolg mindert, wie mir ein Norweger erzählt. Die Lachse bringen hier bis zu 10 Kilogramm auf die Waage. Ich bin am Altarmuseum. Ein 3 Kilometer langer Wanderweg führt an Felsritzungen vorbei, die die arktischen Jäger und Sammler der Steinzeit vor 5000 bis 7000 Jahren hergestellt haben. In Hemmeluft, so der Name, soll es 6000 Felsritzungen geben, mehr als im gesamten Rest Nordeuropas zusammen. Vermutlich war Alta ein wichtiger Treffpunkt der Menschen. Die Ritzungen erzählen von der Jagd, dem Walfang und Angeln unter dem Polarhimmel und der Mittsommernacht und von Schwangerschaft sowie Geburt. So geben die Felsritzungen einen Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelt der damaligen Menschen.
Einige Ritzungen wurden mit roter Farbe nachgezeichnet, um sie besser zu erkennen. Die Zeichnungen gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Ich fahre einen Umweg entlang der Küste und diversen Fjorden. Auch heute scheint die Sonne. Der Himmel ist ohne eine einzige Wolke. Es geht einen Fjord entlang und über Berge durch traumhafte Landschaft. Eine verfallene Mole ist ein ideales Motiv und Anlass für einen Halt. Frühstück ist angesagt und einige Aufnahmen. Stopp ist an einem Zelt geboten, das mit Handwerkskunst der Sami wirbt. Kleidung, Schuhe, Felle, Schalen, Schnitzereien, auch Lebensmittel und vieles mehr wird angeboten. Meist Krempel, manches Kunst. Wichtiger noch, auf einem offenen Feuer köchelt in einem Topf eine Suppe aus Rentierfleisch und Gemüse. Gut zum Aufwärmen zusammen mit einem schwarzen Kaffee. Rund 30 Kilometer vor Narvik endet der heutige Tag. Die letzten zwei Tage habe ich rund 57 Kilometer zurückgelegt bei gutem Wetter. Ungewohnt. Wird sich auch noch ändern. Weiter geht es wie die letzten Tage fast endlos an Fjorden entlang. Der Wind bläst besonders an der Küste recht kräftig. An einen 300 Meter breiten Fjord überquerenden Hochbrücke wird die aktuelle Windgeschwindigkeit angezeigt. Umgerechnet 60 Kilometer pro Stunde. Über diese Brücke bin ich in Schräglage gefahren, geradeaus. Passend bei einem Tankstopp gibt es einen Burgerladen. Die werden frisch zubereitet und schmecken einfach köstlich. Aber Norwegen wäre nicht Norwegen, hätte das nicht einen Haken. Hamburger mit Pommes und einem Kaffee macht 20 Euro. Kurz vor dem Ziel mache ich in Svolvær einen Stopp.
mit ihren knapp 4.800 Einwohnern die größte Stadt der Lofoten. Hier war ich schon im tiefsten Winter im Februar 2020. Zeit für einen Stadtbummel ist vorhanden, auch um einige Lebensmittel einzukaufen. Am Ziel angekommen, ein Campingplatz in der Nähe von Kabelweg. Diesmal wird es ein Zimmer in einem Rohrbu, einer Fischerhütte direkt am Meer. Teilweise auf Stelzen gebaut. Mit wunderbarem Ausblick auf die Berg- und Meereswelt der Lofoten. Ich bin auf den Lofoten angekommen. Etappenziel Nummer 2 ist erreicht. Nach nunmehr 4.240 Kilometer auf dem Motorrad. Die Lofoten, eine Inselkette, die durch Brücken und Tunnels miteinander verbunden ist, ist eine wunderschöne Landschaft. Sie ragt wie ein stacheliges Ungeheuer aus dem Meer. Diese Region verdient mehr Aufmerksamkeit, deswegen werde ich mich mehrere Tage hier aufhalten, um die Lofoten ausgiebig zu erkunden und abzufahren.